Präsentiert von Frank Aussieger mit Bearbeitung. Trifft auf den Hamburger Sportverein. Präsentiert von der Volksbank. Und es geht direkt weiter. Nachdem wir jetzt endgültig alle wach geworden sind. Wer braucht schon Kaffee, wenn es die Mühlis gibt, oder? Borussia Mönchengladbach gegen den Hamburger Sportverein heißt es jetzt in dieser Partie. Und die Hamburger haben sich hier richtig was vorgenommen. Es war gestern nicht der Tag des HSV. Die Profis ja verloren gegen den 1. FC Köln. Und für die U16 sah es hier nicht anders aus. 1:3 gegen Leipzig, 2:3 gegen Nürnberg und 0:4 gegen Köln. Drei Spiele, drei Niederlagen für den Vorjahresfinalisten. Aber jetzt kommen sie mit ordentlich Dampf hier raus. Die wollen sich anders, wollen sich besser präsentieren, als das gestern der Fall war. Jetzt aber erstmal die Gladbacher auf deren Turniergeschichte. Gehen wir gleich ein, wir nehmen erst diese Aktion mit. Ball jetzt gut quergelegt, aber dann die Rettungstat von Tim Müller im Tor der Gladbacher. Gut quergelegt, nächster Versuch mit der Bande und dann an die Latte. Der Versuch, ja, Bastian Reinhardt, kennen denke ich viele noch, da leidet er mit. Ein leichtes Grinsen hat er auch auf den Lippen. Also Bastian Reinhardt, 42 Jahre und natürlich bekannt. Eines der prominentesten Trainer hier an der Bande. Seit 1.7.2017 Cheftrainer der U16. 166 Bundesligaspiele gemacht, viermal in der Champions League. Und das, glaube ich, die größte Sensation, viermal Champions League mit dem Hamburger Sportverein. Wenn uns Kinder zuhören, ja, liebe Kinder, der Hamburger SV hat mal Champions League gespielt. Ich hoffe, es hören nicht zu viele HSV-Fans zu, sonst wartet hier gleich ein großer Shitstorm auf uns. Spaß muss sein, auch beim Fußball. So, Gladbach mit dem nächsten Versuch. Die Gladbacher, ich habe es ja noch versprochen, 3:0 gegen Mainz, 2:0 gegen die Mühlis und dann ein 1:5 gegen Werder Bremen. Das war so der Dämpfer. Dann war die Luft ein bisschen raus bei den Fohlen. Jetzt der Wechsel. Sind gespannt, wie wir sie heute am Sonntag sehen. Das ist ein ordentliches Dribbling von Hussein Ahmadi Amir. Gladbachs Nummer 10, einer der auffälligsten Akteure bei seiner Mannschaft. Gladbach ja zum 6. Mal dabei. Also nicht unbedingt als Stammkunde hier zu bezeichnen beim Freeway Cup. Aber immer gerne gesehen. Hier läuft das Spiel weiter. Schussversuch, aber Gavin Dizalitis entschärft diesen Ball. Oh, mal gucken. Boah, ja. Naja, jetzt die Möglichkeit, aber da schmeißen sich Dizalitis und Robin Velasco, der Nationalspieler, auf Abruf in den Ball. Gut gespielt, jetzt direktes Spiel, Fußspitze ranbekommen von Robin Velasco. Ballbesitz jetzt für die Gladbacher, Marc-Antoine Belaski. Ballverlust jetzt von Amir, aber alles geregelt. Da ist Amir wieder. Ball rübergelegt und jetzt vollendet, oben rechts. Pablo Santana Suarez, klasse vorgelegt, da haben wir ihn. In den Lockenkopf.
Amir legt auf für Soares. 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Hamburg nicht wieder zurück. So hier, schön quergelegt, einmal mitgenommen und oben rechts in den Knick. Keine Chance für die Zellitis. Versuch. Hamburger SV, ja, die U16 auch im Ligabetrieb, in der Regionalliga. Ist nicht überragend unterwegs. Tabellenplatz 10 haben sie überwintert. Ist im letzten Spiel des Jahres. Sind sie von einem Abstiegsplatz gesprungen. Vier Punkte hinter dem FC St. Pauli. Vier Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen für die Hamburger. In der Regionalliga, das war ein Foulspiel. Oder hat Martin Gemaschi gute Laune? Hamburgs Nummer 5. Gladbacher insgesamt eine technisch hier sehr starke Mannschaft. Hier nehmen wir erstmal Amir mit. Ballverlust. Und Soares. Also Gladbach technisch stark, körperlich. Da hängen sie ein bisschen hinterher. Sind eine sehr junge, sehr schmächtige Mannschaft. Hier haben wir den Kapitän, der stellt noch eine Ausnahme dar. Ansonsten gerade jetzt die vier auf der Platte. Im Vergleich zu dem einen oder anderen. Dann doch noch deutlich kleiner, deutlich schmaler, aber durchsetzungsstark. Genau das ist ja auch das Ziel der Jugendarbeit der Bundesligisten. Immer wieder in die nächste höhere Altersstufe. Auch die Regionalliga ist ja für die U17-Teams. Sehen wir mal Bastian Reinhardt nochmal. Auch ja einige Jahre für Arminia Bielefeld aktiv. Und dann zum Hamburger Sportverein gewechselt, dort von 2003 bis 2010 aktiv. Netter Versuch hier, kreativ. So, Amir, das war fantastisch gemacht und überragend gehalten. Und jetzt ist der Ball im Tor. Da konnte die Zellitis nichts mehr machen. Das war Amir. Der Schussversuch gerade rangekommen und dann ist es wieder Soares, der den Ball über die Linie drückt. Da haben wir die Jüngsten hier im Publikum. ...2:0 Borussia Mönchengladbach. Hamburg auf dem Weg zur 0-Punkte-Vorrunde. Klasse rübergelegt, jetzt vergoldet. Nein, Pfosten, Abpraller. Nicht im Tor. Große Chance hier für Luis Skrabak. 7 Tore erzielt für die Gladbacher im Ligabetrieb. Zweiterfolgreichster Torschütze. Wieder gut geklärt. Wechsel nochmal beim Hamburger Sportverein. Er ist bedient, Reinhard. Das hatte er sich sicherlich bis hierhin anders vorgestellt.
Hamburger SV in diesem Wochenende groß on Tour. Die U17 spielt in Wiesbaden, die U15 ein Hallenturnier in Iserlohn und die U14 in Köln. Also deutschlandweit verteilt hier die Hamburger U-Mannschaften. Ja, das Foul. Jawohl. Oh, da hatten sie aber mächtig Schwein. Jetzt der Stürmer voll. Handspiel hat er entschieden. Also die Gladbacher mit einem Erfolg würden das Ganze hier auf 9 Punkte stellen aus 4 Spielen. Eine sehr ordentliche Vorrunde. Mit dem Makel, dem 1:5. Aber wie gesagt, so gefühlt war da gestern am Samstagnachmittag auch einfach ein Stück weit die Lust raus. Gladbach ja ohne Turniersieg in der Fury Cup-Historie. Die Hamburger zweimal erfolgreich, dreimal im Endspiel. Zuletzt im Vorjahr 2017. 2009 und 2014 reichte es jedes Mal zum Sieg für den Lieblingsverein von Heinz-Dieter Holsing, dem Turniergründer und Vorgänger von Turnierchef Christian Spönemann. Letzten 40 Sekunden brechen an hier. 2:0 Führung, da dürfte nichts mehr anbrennen für die Gladbacher. Nochmal der Versuch abgeblockt. Ja, noch feiern sie nicht, aber das wird gleich sicherlich der Fall sein. Gleich geht es weiter mit Schalke gegen Werder Bremen. Wenn sie die erste Minute kein Kommentar hören, nicht wundern, ich bin gleich wieder da. Kurze Pause. Das wäre nett, ja. So, letzten Sekunden laufen. Ballbesitz, Borussia Mönchengladbach. Das war's, Gladbach gewinnt mit 2:0. Tages hier beim Fury Cup 2018. Borussia Mönchengladbach, präsentiert von Frank Ausleger Metallverarbeitung, gewinnt 2:0 gegen